Slapstick-Theater, Paulus und Silas. Das ist Paulus. Paulus erzählte an vielen verschiedenen Orten den Menschen von Jesus. Eines Tages ging Paulus mit seinem Freund Silas spazieren. Dabei wurden sie von einem Mädchen verfolgt, das von einem bösen Geist besessen war. Ihr Besitzer benutzte sie, um Geld mit ihr zu verdienen. Nach Tagen war Paulus darüber so verärgert, dass er sich umdrehte und dem bösen Geist sagte: „Verlasse sie." So wurde das Mädchen befreit. Aber der Besitzer wurde wütend auf Paulus und Silas, weil er nun kein Geld mehr mit ihr verdienen würde. Und so sorgte er dafür, dass sie ins Gefängnis geworfen wurden. Der Gefängniswärter sperrte sie ein. Um Mitternacht beteten und sangen Paulus und Silas zu Gott und die anderen Gefangenen hörten zu. Plötzlich war ein Erdbeben dort und die Ketten aller Gefangenen fielen ab. Doch Paulus und Silas blieben und gingen nicht, obwohl sie konnten. Mehrere Menschen entschieden sich in dieser Nacht dafür, Jesus zu folgen. Auch der Gefängniswärter und seine ganze Familie. Am nächsten Morgen wurden sie aus dem Gefängnis entlassen und die Vertreter der Stadt entschuldigten sich sogar. Paulus und Silas ermutigten die Christen in der Stadt und folgten weiter ihrer Mission, den Menschen von Jesus zu erzählen.